Für mich als Methodiker geht es darum, was wir entwickeln, muss am Ende pragmatisch nutzbar sein. Also es muss was sein, wo der Anwender sagen kann, mit dem Framework innerhalb dieses Regelwerks kann ich irgendwie zum einen erstmal mein Experiment oder mein Phänomen erstmal beschreiben und fassen und kann dann auch iterativ immer weiter verfeinern, was habe ich aktuell für einen Kenntnisstand, wo habe ich noch Unsicherheiten, wenn wir jetzt über pragmatische Kausalinferenz reden, dann wäre das Ziel vielleicht zu sagen, anstatt 5 Schritte in einem machen zu wollen und zu sagen, ich möchte von Datenbeobachtungen direkt zu einem Kausalnetzwerk springen, wäre es nicht ein pragmatischerer Ansatz zu sagen, okay, was können wir dann als Annahmen oder Zwischenschritte oder Zwischenexperimente nach und nach aufnehmen in unseren Inferenzprozedere und sagen, wir beginnen ganz naiv, hier sind unsere Variablen, wir haben keine Ahnung, wie das Kausalnetzwerk aussieht. Und dann sagt man, okay, aber es gibt vielleicht bestimmte Variablen, da können wir schon bestimmte Ausschlüsse drüber treffen. Wir können zum Beispiel sagen, wir wissen aus unserer bisherigen Erfahrung, zwischen bestimmten Variablen kann es einfach keinen Kausalzusammenhang geben. Und das Pragmatische kommt dann rein, dass man aus methodischer Sicht auch im Hinterkopf behält, Annahmen sind immer ein großes Thema, Annahmen sind immer am besten zu vermeiden vielleicht, oder man möchte so sanfte wie möglich machen. Und wenn wir uns allein in unserer methodischen Blase bewegen, schreiben wir natürlich die Annahmen hin, mit denen wir auch erstmal weitreichende Aussagen treffen können. Das ohne Input von einem konkreten Anwendungsfall ist das Beste, was man vielleicht machen kann, ist zu sagen, das Problem ist sehr schwer. Ich suche die Annahmen, die für irgendwie verhältnismäßig kleinen Wirkungsraum uns dann, sobald wir unsere Beweismaschinerie andrehen, viele Kausalaussagen ermöglichen würden, wenn denn die Annahme stimmt. Der Pragmatismus, was ich damit auch irgendwie mit bezeichnen möchte, ist, das ist schön und gut und das ist wichtig, um die Grenzen auszuloten. In der Erfahrung im Gespräch mit konkreten Anwendungsfeldern kommt aber schnell die Frage auf, naja, was soll das denn heißen, wenn wir annehmen, es gibt keine unbeobachteten Größen? Was genau muss ich mir darunter vorstellen, halte ich für absolut nicht angebracht in meinem Anwendungsgebiet? Und dann fällt uns letztlich die Methodik um die Ohren. Pragmatismus ist kein feststehender Begriff, wenn ich davon rede und sage, mein Steckenpferd ist pragmatische Kausalinferenz, dann möchte ich im Idealfall sagen, das sind Methodiker, die auch wirklich daran interessiert sind, dass die Methodik Anwendung findet. Und dafür müssen wir im engen Zusammenspiel mit Anwendern stehen und müssen hin und her iterieren. Sind die Annahmen angemessen? Könnt ihr mit den Annahmen was anfangen? Können wir vielleicht aus methodischer Sicht mit sehr starken gefühlt Annahmen kommen, die aber dann sehr wirkungsvoll sind, die in der Anwendung vielleicht super gut zu motivieren sind? Und von der Anwendungsseite schwingt mit dem Pragmatismus mit, sich auch irgendwie darüber bewusst zu sein, ein Zwischenstand, aber den genau zu beschreiben, ist eigentlich ein super Ergebnis. Wenn wir genau wissen, heute stehen wir hier, da haben wir die Annahmen gemacht, bei der einen mal sehen, ob sich das behauptet, aber jetzt wäre das ein super Folgeexperiment, um vielleicht nochmal zu verfeinern, was unser aktuelles kausales Modell irgendwie hergibt für die gegebene Situation. Das Problem ist, wenn man das als kausale Fragestellung in den Raum stellt, hier sind Klimavariablen, wie hängen die kausal zusammen, habe ich eine Palette an Komplikationen zu lösen oder zu klären aus methodischer Sicht. Ein Punkt, der vielleicht offensichtlich ist, das Klima ist was sich für die Zeit entwickelt. Das heißt, wir waren konfrontiert damit, dass wir Zeitreihendaten hatten, aber von diesen Zeitreihen hatten wir eben nur eine Instanz. Also es wurde uns einmal eine Zeitreihe gegeben, die hat irgendwann zu einem Zeitpunkt angefangen und irgendwann aufgehört. Wir hatten nicht das klassische Szenario, wir beobachten dasselbe System zum selben Zeitpunkt in denselben Umständen einfach wiederholt. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und dann gibt es im Prinzip eine Facette an Fragestellungen, die geklärt werden müssen.
nicht also die Zeitkomponente, aber ich habe auch eine räumliche Komponente. Viele dieser Klimavariablen sind letztlich an sich, wenn wir sagen, eine Klimavariable oder eine Zeitreihe, eine Klimavariable, sind das selbst schon Größen, die erstmal irgendwo rekonstruiert werden mussten aus Satellitenbildern, die über Zeit aufgenommen wurden. Das heißt, was hier passiert ist, ich nehme vielleicht einen bestimmten Kontinent oder einen bestimmten Bereich über dem Ozean Satellitenbilder auf, jeden Tag oder jede Stunde verschiedene Zeitabstände und probiere jetzt darüber, daraus zurückzurechnen, bestimmte Klimavariablen, zum Beispiel irgendwie Temperaturpatches oder ich möchte sagen, wie war der Druck in verschiedenen Bereichen, wie war der Wolkenhimmel abgedeckt über dem Bereich. Und all das hat letztlich, und da kommt jetzt dieser Wettbewerb wieder rein, das hat der Wettbewerb erstmal für uns wegabstrahiert und hat gesagt, wir machen das mal alles und hier sind jetzt Zeitreihen, von denen wir wissen, es waren pseudorealistische Zeitreihen, also sie waren sehr nah an den realistischen Daten, aber so kontrolliert, dass man sagen kann, wir wissen, was hier die kausalen Zusammenhänge sind. Und jetzt geben wir euch einfach mehrere Wiederholungen solcher Zeitreihen mit verschiedenen Kausalstrukturen. Könnt ihr uns sagen, welche Variable beeinflusst hier welche andere Variable und auf welcher Zeitspanne passiert ist? Somit ist quasi aus diesem sehr komplexen Problem, wo man eigentlich erstmal überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll, eine sehr konkrete Aufgabe geworden, nämlich hier ist ein Dataset, Zeilen mal Spalten, gib mir nun die Kausalzusammenhänge aus über diese Variablen. Wir waren und sind auch heute noch nicht Klimaexperten, ganz und gar nicht, aber wir wissen, was man mit Daten vielleicht so anstellen kann. Das heißt, wir nehmen ja auch vielleicht ganz andere Wege und ganz andere Ideen, weil wir nicht schon geleitet sind von Vorwissen, was uns vielleicht schon irgendwie leitet, aber manchmal vielleicht auch fehlleitet. Fangen wir doch mal mit dem einfachsten Schritt an. Und das sieht dann so aus, wir haben uns die Zeitreihen angeschaut und erstmal visualisiert. Dann sieht man sieht dann nicht viel, wenn man die mit dem bloßen Auge anschaut. Dann fängt man an und sagt, jetzt schauen wir uns immer mal zwei Variablenpaare an. Können wir denn die eine von der anderen vorhersagen? Sagt uns das irgendwas? Ist eine Zeitreihe sehr viel einfacher vorherzusagen als andere? Vielleicht bedeutet das dann, dass diese Zeitreihe irgendwie ein Effekt ist. Wenn viele andere Faktoren zusammenkommen müssen, um diese Variablen irgendwie zu verursachen oder in einen bestimmten Bereich zu lenken, in bestimmte Bereiche zu skalieren, vielleicht ist das dann eine Variable, die irgendwie einen Effekt von diesen anderen Prädiktorvariablen ist, die wir haben. Und für uns die überraschende Erkenntnis war eigentlich, dass wir mit sehr, sehr simplen Methoden sehr weit gekommen sind in diesem Wettbewerb. Aber was allen gemeinsam ist, dass zugrunde liegt letztlich eine, wie man das kennt, eine lineare Regression ist so, das ist das Rückgrat eigentlich aller Methoden, die wir am Ende tatsächlich genutzt haben in diesem Wettbewerb. Und die Idee ist die folgende. Wir haben Zeitreihen und wir wollen entscheiden, welche Variable ist hier ursächlich für eine andere. Und was wir uns dann anschauen ist, wir nehmen zukünftige Zeitpunkte und versuchen sie aus vergangenen Zeitpunkten vorherzusagen. Und was dann für uns irgendwie das Entscheidungskriterium war, ist, die Variablen, die sehr wichtig sind, um einen zukünftigen Zeitpunkt einer anderen Zeitreihe vorherzusagen, die müssen irgendwie ursächlich damit zusammenhängen. Das kann man formalisieren, wann das stimmt. Es kommt letztlich raus, es stimmt nur unter sehr strikten Annahmen. Und hier ist vielleicht eine dieser Überraschungen oder auch der Pragmatismus. Diese Annahme ist sehr strikt. Wenn ich mit der Annahme als Methodiker an einen Anwender herantrete, würden mir wahrscheinlich die meisten sagen, naja, also wo sollen wir damit hinkommen? Irgendwie war in den Daten aber wohl was drin, was einfach ganz gut gepasst hat. Und das ist vielleicht bei so Wettbewerben so die Kehrseite zu einer Methodenentwicklung. Ich kann entweder vorwärts entwickeln und sagen, das ist die Problemstellung, jetzt nehme ich mir die Annahme, die plausibilisiere ich vielleicht und jetzt überlege ich aber rein mathematisch oder theoretisch, was kann ich daraus potenziell ableiten. Und die Flipseite von so einer methodischen Entwicklung könnte aber auch sein, ich probiere einfach mal, was bekomme ich denn raus, wenn ich lineare Regression mache und versuche, zukünftige Zeitpunkte aus alten vorherzusagen
und immer die wichtigsten Variablen als Ursache der Zielvariablen bezeichnen. Und das war so, dass das letztlich der gemeinsame Nenner unserer Methoden war, das zugrunde liegend war immer, wie gut können wir Variable x zum Zeitpunkt t plus 1 vorhersagen, gegeben die anderen Variablen zum Zeitpunkt t, und dann behält man die dabei, die einfach wichtig sind für diese Regression, für die gute Vorhersage.